Also das Projekt ist entstanden in Zusammenhang mit meinem letztjährigen Aufenthalt in Havanna. Ich war als Kuratorin quasi zuständig für die österreichischen Beiträge, haben Axel Stockburger, Niklas Gangsterer und Johann Murf extra Arbeiten eben für die Havanna Biennale produziert. Und nachdem ich ja sehr neugierig bin und auch überhaupt die Gelegenheit auch gleich nützen wollte, habe ich sehr viele Künstlerinnen vor Ort getroffen, war auch eben bei Tanja Bugera in ihrem Institut of Artivism. Da lief einiges eben parallel, nicht im offiziellen Programm von der Biennale, sondern parallel zur Biennale. Und es war eben auch eben eine Lecture, wo sie eben über mehrere Tage eben aus dem Hannah Arendt Schriften gelesen wurde, eben von verschiedenen Kuratorinnen oder jeder, der sich beteiligen wollte, hatte da Gelegenheit, sich zu involvieren. Ja, und eben durch dieses Zusammentreffen mit den Künstlerinnen aus Havanna, aber es waren auch noch viele andere Künstlerinnen dort, weil eben die Havanna Biennale stattfand, eben mit Künstlerinnen eben aus Chile oder Brasilien, Mexiko, und ist eigentlich die Idee entstanden, dass es eigentlich toll wäre, also auch natürlich dadurch, dass die österreichischen Künstlerinnen jetzt in Havanna vor Ort waren und wir uns eben mehrere Monate auch für die Produktion dort eben auch aufhielten, eben ein Projekt zu machen, auch hier in Wien. Also eben mich interessiert es ja schon immer sehr, also eben auch aus der Zusammenarbeit mit den Künstlerinnen eben Projekte zu entwickeln. Also drum, also die eigentliche Frage ist nicht die Ausstellung, das Projekt so an sich, sondern ich finde es, wir machen eine Ausstellung jetzt einmal am Anfang, aber ich hoffe sehr, dass eben jetzt in der Zusammenarbeit zwischen den Künstlerinnen, also es sind jetzt eben Künstlerinnen aus, also wir haben das Glück eben durch die Kooperation mit Kulturkontakt Austria und mit BKA, also mit, dass wir eben Künstlerinnen aus Havanna sind jetzt 3 Monate in Wien. Und es ist, der Plan ist eigentlich, dass sie hier mit Künstlerinnen jetzt, die hier in Wien leben, also gemeinsam Projekte entwickeln. Zu weit führt, also mich interessieren eher auch eben so, wie, was kann so entstehen in der Zusammenarbeit mit den Künstlerinnen und welche Arbeiten waren jetzt mal möglich, auch hier in der Ausstellung zu zeigen. Also deswegen, also für mich war es auch schon wichtig, auch immer wieder mit den Medien Performances, auch mit anderen Materialien, also mich auseinanderzusetzen. Beispielsweise darum gibt es eben auch von Tanja sehr schöne Zeichnungen, die wir auch zeigen. Also wie, weil das immer eine große Frage, die Ästhetik des Widerstands, ja, also was gibt es eigentlich, wie kann man eigentlich so neue ästhetisch auch Ausdrucksformen dann wiederum entwickeln. Es ist ja nicht jede Situation ermöglicht, jetzt eine Performance zu machen, einen politischen Protest zu üben. Also wie eben auch Anna Witt in ihrer Arbeit interessant zeigt, also wenn ich hier jetzt eine politische Performance mache, habe ich mit anderen Konsequenzen jetzt zu rechnen, als wenn ich jetzt der Sowjetunion oder in China oder eben in Havanna. Ja. Tanja Bugera, also sie lebt ja jetzt nicht nur in Havanna, sondern auch in New York, und sie hat ja eben dem Movement of Immigrations eben vor ein paar Jahren eine große Initiative auch in Queensland, im Queen Museum auch gestartet, ja, die jetzt allerdings auch wiederum, also sie ist da jetzt nicht mehr involviert, es war ein Kunstprojekt, das jetzt aber eigentlich zu so einer quasi Civil Movement auch geworden ist, ja, weil sie sehr stark eben diese Frage aufwirft und auch als Statement formuliert, hey, was soll das eigentlich? Also wir leben jetzt in einer Zeit, wo einfach, also irrsinnig viele Menschen sich in Migrationsbewegung, also es sind Millionen von Menschen, also, und weshalb heißt das, wenn du jetzt eben Migrantin bist, dass du eigentlich deine Rechte verlierst, also dass du nirgendwo ein Recht hast. Und da hat sie eben so Aktionen eben auch gemacht. Eben davon haben wir eben auch ein Billboard von der Tanja Bugera. Ja. Und sie war eben auch im Gefängnis, also weil die Frage ja dahin bezogen war. Also wie
aber da gab es eben auch dann internationale Petitionen und sie hat nach wie vor, also sie hat eben, ihr Pass ist eben Kuba und jedes Mal, wenn sie einreist und so weiter, muss sie sehr, also eine Stunde immer so eine Art Gespräch führen mit der Migrationsbehörde auch. Aber sie hat da natürlich auch schon gewisse Formen gefunden, für sich auch damit umzugehen. Und sie sagt eben auch, und das ist für mich auch, also vorwiegend sind es jetzt Künstlerinnen, die doch sehr in den, also die Künstlerinnen, die jetzt aus Kuba da sind, die leben auch in Kuba zum Großteil, ja. Weil es ist dann auch manchmal sehr interessant, dass man dann im Ausstellungskontext immer wieder Künstlerinnen sieht aus Mexiko, aus Havanna oder aus Brasilien und so weiter und die machen starke politische Kunst oder so, aber oft leben sie dann gar nicht mehr dort auch. Also jetzt unlängst habe ich in einer Ausstellung eben gesehen, eine Performance eben auch von einer, die nicht woanders stattfand. Aber wenn du liest, okay, da ist jetzt das Havanna und das Beatsies, denkst du, okay, der macht das dort. Ja. Ich muss jetzt mal sagen, für mich, meine Vision ist mal, dass ich mich selber verändere. Ja. Also ich bin eigentlich vorwiegend auch in der Kunst, um mich selber zu verändern. Und aber es ist so, eben wie ich vorher gesagt habe, wir sind so in Systeme hineingeboren und so weiter. Es ist schon immer gut, wenn querdenkerisch was aufgebrochen wird, ja, irgendwie. Also wenn, also durch irgendeine Arbeit, also beispielsweise eben vielleicht eben auch die von Elvedin, ja, korruptes Ich, ja, das ist ja schon ein sehr starkes Statement. Und dann gibt es auch noch diesen Schlagring, wo du dagegen, also der jetzt noch aufgehängt wird, ja, also wo ich dann, ja, auch denke, ja, stimmt, ich bin eigentlich auch korrupt, ja, also weil es dann ja doch immer wieder so, also sehr, also da gibt es ja auch immer so politische Wellen, ja, und sagen wir mal so, in den Nullerjahren oder auch noch immer jetzt auch noch reingezogen, ja, waren wir sehr viel mit Korruptionsfällen in der Politik, ja, also sehr beschäftigt, ja, und aber die natürlich eigentlich immer auch schon existieren, also ich will sie jetzt nicht, ich finde sie jetzt natürlich auch scheiße, dass es das gibt, ja, aber natürlich ist es auch sehr interessant immer wieder, ich stelle an mich schon auch die Forderung, also es beginnt schon, wie ich mich ernähre, wie ich versuche, mir Kleidung zu kaufen und so weiter, ja, also in mein Alltagsleben, ja, also diese Dinge einzubeziehen, weil das irritiert mich manchmal in der Kunst, ja, das große politische Kunst und dann geht der Künstler, macht seine politische Aktion, dann geht er zu McDonald's und kauft sich einen Hamburger. Also es ist für mich ein No-Go. Da sage ich dann manchmal schon, also das finde ich etwas komisch. Ja? Ich will da jetzt nicht unbedingt jemand anderen die Freiheit einschränken. Ja? Oder ich wünsche mir da schon Haltung eigentlich auch, die das Leben durchdringt. Also nicht nur flotte Rhetoriken. Also deswegen habe ich eben auch eben so Künstlerinnen versucht, auch, wo ich das Gefühl schon so den Eindruck habe, dass da eine Haltung auch so dahinter steckt. Auch bei anderen, die vielleicht zu McDonald's steht, auch eine Haltung. Ich will das jetzt nicht keine Exklusion und Inklusion, ja. Aber es ist so, dass ich war jetzt mit einer Künstlerin auch, weil die ist auch hier involviert in der Ausstellung, die Katrin Bold beispielsweise fliegt mit keinem Flieger mehr, also wenn es geht. Also nicht, weil sie eben Flugangst hätte, ja, aber sie sagt einfach, ja, also ich will eben, ich werde jetzt, sie reist viel und auch in Asien oder so, aber ich werde jetzt trotzdem meine Reisen so planen, dass ich immer so ohne Flieger hinkomme. Ja, es hat natürlich auch das, dass sie eben schon das auch interessant findet. Wir waren im Plovdiv auch für ein Projekt, ich bin geflogen, sie ist mit dem Zug gekommen. Ja, also ich schaffe es jetzt nicht zeitlich, ja, dass ich, aber es ist für mich ein Vorbild, ja, wo ich mir denke, okay, es wäre auch super, wenn ich das auch täte. Also, und insofern ist es immer so schon interessant, dass, also ohne dass es jetzt irgendwie so didaktisch ist oder so, hallo, du hast jetzt das und das zu tun, ja, sondern dass es halt so, aha, das ist interessant. Es ist ja schon mal ausreichend, weil eben das schon so dieses aha ist interessant. Es muss manchmal nicht so eins zu eins der Transfer sein. Quasi, okay, ich war jetzt in der Ausstellung und jetzt weiß ich jetzt oder so. Es kann ja so manchmal, dass das dann noch irgendein anderer Anlass hinzukommt, ja. Also das ist ja auch das Tolle eben an Kunst und weshalb Menschen sich eben damit so, dass es manchmal nicht so, eben so gleich, aber es löst eben was aus, ja. Also wie auch bei der Anna Witt in dem Video, wo das wirklich, also okay, das ist interessant, es geht um politische Parolen, aber die machen sich da Gedanken darüber, dass jetzt der Gehsteig beschmutzt wird oder so. Sagen wir so, es gibt auch genug Dinge, die vielleicht kompliziert sind, aber es ist trotzdem, dass wir in guten Situationen leben,
würde ich jetzt mal so behaupten. Ja. Also das, um das auch zu relativieren, okay, also es gibt eben schon, also drum ist es so, sind so verschiedene Bereiche, haben wir da jetzt so eben so eingebracht. Aber optimal eben wäre, wenn noch mehr so eine Diskussion auch noch mehr so angeregt so werden würde. Aber es ist halt ein bisschen, also es kommt aus verschiedenen Richtungen. Also was wir, also ich habe mich jetzt ganz bewusst auch, fand ich interessant zu schauen, was die Künstlerinnen so als Verschiedenen. Also ich habe mich jetzt nicht auf so Migrationsfragen, sondern es gibt eben verschiedene, was uns eigentlich eben, wir sind ja von allem betroffen jetzt einmal, ja. Called the Garden of Eden. I use this